Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Counter-Strike Condition Zero in der fünften Dienstzeit. Wir starten direkt durch bei Aztec. Herausforderung: Sie müssen neun Freunde ausschalten. Sie müssen drei Feinde mit der Magnum Scharfschützengewehr ausschalten und Sie müssen eine Runde in weniger als 75 Sekunden gewinnen. Wir starten durch mit unserem Standard-Team hier. Wir haben vier noch leider nicht freigeschalten. Wann schalten wir das frei? Steht nichts dran. Okay, müssen wir halt noch warten. Kenny tun wir natürlich niemals raus. Kenny ist unser Glücksbringer. Ich glaube, das ist einer der stärksten Mitstreiter, den wir hier haben. So, wir haben schon vorgelesen, es ist wieder... Oh, es regnet. Was für ein Kackwetter. Und bei sowas muss man Terroristen jagen. Aber Gott sei Dank haben wir unsere Schätzchen an unserer Seite, unsere ABP. Und rennen jetzt hier mal durch diesen langen Gang. Weil wir eine Sniper-Position brauchen. Aztec war früher eine meiner Lieblingsmaps, muss ich dazu sagen. Ich habe die echt richtig, richtig gern gespielt. Weil die halt einfach so mega geil ist zum Spielen. Ich weiß nicht warum, aber sie hat mir einfach damals richtig gut gefallen. Wer die Bombe? Unten ist safe. Wasser, 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 Wasser. Hopp. Lol, der hat eine A wieder unten. Nichts gibt's, mein Freund. Nichts gibt's, mein Freund. Sehr schön, Maniac, sehr schön. Noch einer. Einer noch. Wir wechseln auf die Pistole. Schrauben mal schnell einen Schalldämpfer drauf. Und hoffen, der kommt uns jetzt hier nicht entgegen. Nein, Larry ist da. Hey, Larry. Alright. Im Wasser? Nein! Den wollte ich mir holen. Oh! Au. So. Erste Runde schon mal gewonnen. Wir müssen noch sechs Feinde ausschalten. Das sind noch drei mehr. Also, zack, wir wechseln wieder aufs Knife. Und können dann standardmäßig wieder auf die AWP per Q wechseln. Gehen Sie voraus. Was gibt's über diese Map hier zu sagen? Aztec war früher, ich glaube in 1.6 war es, eine wirklich eine Ranked Map, die gespielt wurde zum bei Ranked Matches, also das was halt damals Ranked war, Wettkampf halt. Guter Schuss, Herr Leutnant. Drei Stück haben wir mal wieder weggeholt. Das, was man halt im Wettkampf so hatte, bei CSS, also Counter-Strike Source. Oh Gott, wie viele sind das denn? Oh Gott, da hat er mich gerade geblockt. Oh, schnell weg hier. Bei Counter-Strike Source waren das ja schon mal komplett andere Maps. Ich treffe ihn leider nicht. Halt, nein, Reload. Gar nicht gut. Ja, geh du mal raus hier bitte. Okay, einmal. Okay. Nein, ich habe mir zwischen die Beine geschossen. Oh, Alter, mit 8 HP haben wir es geschafft. Huh. Schnelle Dienstzeit, hätte ich mal gesagt. Ein Match müssen wir noch gewinnen mit unserer Awe. Die Waffe ist einfach übel krasse OP. So, wir marschieren wieder denselben Weg hoch. Wir haben jetzt gerade wirklich alle Gegner ausgeschaltet. 10 zu 0. Alter, wie krass. Wie krass ist das denn? Gut, wir haben aber auch relativ knapp überlebt, nur. Wasser. Okay, das sind schon drei Stück unten. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht noch dazu gesellen. Wir hätten uns vielleicht noch eine andere Waffe holen sollen. Eine andere Pistole. Entschuldigung. Ah, jetzt habe ich mich gerade richtig krass verschluckt. Boah. Eigentlich müsste ich mich jetzt muten, aber ich kann gerade nicht, weil es hier so im Gedränge ist. Ich stelle mich jetzt mal hier schnell in die Ecke und muss mal schnell husten. Einen Moment schnell. Oh, alter Schalte, das war jetzt gerade richtig heftig. Oh. Mann, jetzt haben wir den leider nicht gekriegt. 2 gegen 2 steht es jetzt. Wir haben aber gerade die Bombe. Boah, jetzt muss ich mal schnell einen Schluck trinken. Hey, mein Hals, der zieht sich gerade zusammen und stirbt innerlich. Noch einer. Okay, 1 gegen 1 wird's nun. AK gegen... Oh, Pistole und Schild. Er hat die Bombe. Geht auf...
A zum Planten. Das ist gut, unser Teammate ist auch gerade unterwegs Richtung A. Hat vielleicht die Steps gehört, schleicht jetzt. Steht ihm jetzt gegenüber. Oh, und der Terrorist hat ihn geholt. Naja, wir müssen ja zwei Siege im Vorteil sein. Also das heißt, das ist immer noch machbar, wenn wir jetzt hier wieder. Ich hätte gesagt, das wird jetzt hier einfach mal eine Sniper-Runde. Wir holen uns jetzt aber keine AWP jetzt im neuen, sondern eine Scout, dass wir es nicht so einfach haben, weil ihr habt schon gemerkt, dass es doch extrem einfach war, jetzt die ganzen Leute hier zu holen. Aber wir brauchen noch eine passende Pistole dazu. Wir nehmen die hier mal dazu, Sekundärmunition. Jetzt haben wir primär, sekundär und können loslegen. Mit der AWP, also hier mit der Magnum, war das dann doch ein bisschen einfach. Und wahrscheinlich hätten wir die Runde geholt, hätte ich nicht diesen, hätte ich mich nicht so verschluckt an irgendetwas. Hey, ihr lasst mir ja gar keine Kills. Da war einer. Willst du mich verarschen? Er hat mir bisher jeden Kill abgezogen. Ja, den Leuten hat es erwischt, war da zu blöd, war zum Treffen. Okay, diese Runde geht aber auf jeden Fall an uns. Und wir haben Aztec damit gesichert. Und ehrlich mal gesagt, komm, weil das jetzt so kurz war, hängen wir noch schnell Downed hinten dran. Wir können jetzt Stufe 4 endlich, haben wir jetzt freigeschalten. Das heißt, wir tun hier den schlechtesten weg. Larry, ich glaube, du musst gehen. Ciao. So, Stufe 4 Ace. Ne, wir brauchen jemanden richtig gutes. Hier P90 Hero. Oder wir tun hier den Travis auch noch weg. Holen uns hier brennt. Und dazu noch den Rooster. Alter, der brennt ja richtig. Und gehen los. Ja, unsere Aufgabe ist, in diesem Match treten sie gegen sieben Feinde an. Red Screen, Screech, Worm, Freak, Maniac und Psycho Rebel. Und wir müssen neun Feinde ausschalten. Sie müssen drei Feinde mit der Clarion 556 ausschalten und vier Geißeln. Ich weiß nicht mal, was die Clarion 665 ist. Das ist doch eine FAMAS. Wollt ihr mich verarschen? Also ich muss auf jeden Fall mit der FAMAS muss ich ein paar Feinde ausschalten. Das dürfte kein Problem sein. Mit der Waffe spiele ich relativ gern in CSGO! Junge! Was machst du denn hier? Ja, wie gesagt. Mit der Waffe spielt. Alter, die verzieht hier aber ganz schön. Ja. Finde ich aber eigentlich recht gut, weil ich mag das nicht, wenn Waffen in irgendwelchen Spielen so OP sind, dass sie nicht mal verziehen. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich mal wieder Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt. Komm mit. Hab ich mal wieder Modern Warfare 2 gespielt. Und ich habe ich weiß gar nicht, eine der ersten MGs mal wieder genommen, weil mein Kumpel hat gemeint, ja, hier, damit kannst du am besten aimen und alles Mögliche. Und diese Waffe, die war der absolute Wahnsinn. Weil man mit ihr einfach draufhalten konnte und sie hat null verzogen. 0, gar nicht. Man hat draufballern können oder einfach draufhalten und sie ist einfach. Man hat durchziehen können und jeder um dich rum ist gestorben, einfach weil du so OP warst. Du hast einfach draufgehalten und es ist nichts passiert. Null. Einfach draufhalten und laufen und es hat trotzdem nichts verzogen. Und sowas finde ich einfach abartig. Das ist OP-ness. OP-ness. Ja, es ist wirklich OP. Overpowered halt. Wo denn? Oh! Mich verarschen. Was hat denn der für eine. Was hat denn der für eine Waffe? Was hat der für eine Pistole, dass der so schnell schießen kann? Wie viel HP hat der? Das will ich jetzt sehen, bitte. 30. Verarschen. Ja, der hat eine Geißel getötet, natürlich. Das kommt immer gut. Wir müssen immer noch vier Geißeln retten und dann noch ein paar Leute töten. Wir machen jetzt hier Schnellkauf, zack. Obwohl, ich hätte mal Bock, nicht mit einer P90 zu spielen, muss ich sagen. Ich renne jetzt hier mal unten rum, dass wir nicht immer denselben Weg laufen. Mit einer P90 würde ich mal gerne spielen, muss ich sagen. Hier hoch. Schöner Weg. Schön durch den. Oh, ein Flugzeug. Mag ich.
Ich fand die Map früher eigentlich echt interessant, muss ich sagen. Ich habe die früher auch, ich habe, oh! Ich habe früher CS, CZ auch ein paar Mal durchgespielt. What the fuck, nicht blocken, Junge. Ein paar Mal durchgespielt und das hat mir auch echt Spaß gemacht. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass es, klar, ich kann es jetzt auf einem anderen... Natürlich! Ich könnte es auf einem anderen Schwierigkeitsgrad spielen, aber ihr seht schon, dass ich auf dem teilweise Probleme habe. Komm schon, 2 gegen 2. Das werdet ihr ja wohl packen. Ihr seid Ray und Cole. 2 gegen 1. Ja, so geht das nämlich. Ne, immer noch 2 gegen 2. Dann holt mal die Geister. Theoretisch könnte man jetzt sagen, he's in Kitchen. Aber Cole macht das trotzdem ganz souverän. Was werden wir jetzt für eine Waffe holen, dass wir das hier mal zu Ende bringen? Wir holen uns jetzt hier B, Kaufmenü, und zwar MPs. P90, die hier auch komischerweise anders heißt. Sekundärmunition brauchen wir nicht. Die hat man, glaube ich, automatisch. Halt hier 0 müssen wir drücken. Oder? Wir haben doch... Ne, wir haben nicht mal eine Pistole. Doch, wir haben Sekundärmunition. Passt alles. Jetzt können wir starten. Wir rennen wieder hier hoch. Der mit dem Schild, der blockt uns wahrscheinlich gleich wieder. Sowas finde ich natürlich richtig, richtig nett. Ja, wo denn? Ich sehe noch nicht mal einen. Da lädt man gerade nach. Und was machen sie? Sie geben einem direkten Kopfschuss, die Jungs. Könnte ich mal warten? Die asozialen Schweine. Die Runde wird auch an uns gehen. Steht aber 3 zu 0. Alter, was, mit was schießt denn der immer? Der brennt. Das hört sich so schnell an, der wird so... Ja, das wird wohl hier ein bisschen eine längere Runde. Müssen wir wohl einsehen jetzt. Wir machen nochmal Autokauf. Wir haben ja gerade genug Geld. Wenn es nicht klappen sollte in dieser Runde... ich laufe jetzt nochmal hier lang. Wenn es nicht klappen sollte in dieser Runde, werde ich mal ein bisschen andere Waffen kaufen. So ein bisschen probieren. Ein bisschen hier probieren, ein bisschen da probieren. Wir haben ja hier ein bisschen Zeit. Haben ja noch 2 Dienstzeiten, um noch ein bisschen was zu lernen. Einer ist schon mal weg hier. Wir laden nach, dass wir das... Nicht jetzt schon müssen. Okay, Red haben wir auch noch ausgeschalten. Es steht jetzt 7 zu 3. Einer ist auf jeden Fall da. Ah, ah, da rusht er mich und verpasst mir einen Headshot. Schwein. Dieses Schwein. Ich sollte wohl doch eher meine Teammates erstmal reinrushen lassen. Mit 7 HP hat er überlebt. Mit 7. Das darf nicht wahr sein. Das heißt, ich habe ihn auf jeden Fall auch gut getroffen. Schlafzimmer. Junge, bist du ein Bayer? So, Antiterror-Einheit gewinnt mal wieder. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch unsere Aufgabe erfüllen. Das werden wir jetzt schnell machen. Und zwar probieren wir jetzt welche Waffe mal aus. Jetzt gucken wir mal Pistolen, Schrotgewehr. Komm, nehmen wir mal die Schrotze mit hier. Zack. Primärmunition, Ausrüstung, Kevlar und Helm. Und wir spielen jetzt einfach mal mit einer Blendgranate. Huch, abbrechen. Und zwar, bevor wir da jetzt reinstürmen wie ein Irrer, schmeißen wir da erstmal eine Blendgranate rein und blenden sie alle. Das ist jetzt nämlich der Plan, der Geheimtrick an der ganzen Sache. Ich habe etwas gehört. Ja gut, ich habe auch was gehört, und zwar meine Schritte. Noch sieht es hier safe aus. Blendgranate auswählen. Da rein. Alles im Blind. Sieht aber noch safe aus. Wir schnappen uns die Geißeln. Und gehen jetzt leise. Junge! Ja, wie soll ich denn hier weg? Alle blocken sie mich! Alle! Ihr miesen Schweine! Wer steht denn da mit seinem dummen Schild? Hey, der wird jetzt gleich mal gekickt. Hier, die Runde müssen wir leider aufgeben. Alles klar, der mit dem Schild wird also in der nächsten Runde nicht mehr dabei sein. Oh, da steht der mir im Weg, dass ich nicht rauslaufen kann. Boah, du mieses Stück Scheiße. Wie heißt der denn? Wo ist der da? Brennt, du bist so ein Stück. Ein Stück Kot bist du. Wir nehmen jetzt hier Bullpup, meine Lieblingswaffe, Primärmunition, Ausrüstung, Kevlar mit Helm. Ja, ja, dieser brennt, das ist schon ein asozialer Kerl. Ne, wir gehen jetzt mal einen anderen Weg wieder. Jetzt sind wir lang genug da unten rumgegangen. Was geht denn hier für ein Punk schon mal ab?
So, damit haben wir unser erstes Ziel jetzt endlich erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch erfüllen, dass wir endlich die blöden Geiseln befreien. Das finde ich auch lustig, die, wie heißt die nochmal, die AOG? Ich weiß gar nicht, wie sie hier heißt, die Tulpup. Die ist nämlich bei, bei MW2. Ist die auch ein Maschinengewehr. Wo ist der denn hin? Boah. Das ist nämlich jetzt, das ist ein Maschinengewehr bei denen. Und wir brauchen immer noch 3 Geißeln, komm schon. Aber mit der Waffe ist das machbar. Es ist ein Maschinengewehr und es ist echt lustig, weil da kann man halt einfach draufhalten. MW2-Stil halt. Kein Verzug oder relativ wenig Verzug. Ich weiß auch nicht. Ich werde irgendwie mit Call of Duty, mit den neuen Teilen, werde ich einfach nicht mehr warm. Das war früher mal, war es eigentlich... Früher war es mal ein ganz schnickes Spiel. Muss ich sagen. Ich habe früher Call of Duty 1 und ich habe 1, 2, 3 gespielt und danach hat sich meine Call of Duty Ära da niedergelegt. Jetzt haben wir Gott sei Dank wieder 2 da hinten. Ein Teammate, alles klar. Da hat sich meine Call of Duty Ära niedergelegt. Nachdem ich dann jetzt wieder Ding gespielt habe. MW2, muss ich sagen, ja, es war schon lustig, mal wieder COD zu spielen. Ah. Komm bitte! Oh, das gibt's nicht! Da kommt noch einer um die Ecke. Wie viele seid ihr denn noch, ihr Schweine? 1 gegen 2. Das gibt's nicht. Die Runde geht schon wieder an die wahrscheinlich. Die müssen aber, muss doch nur die... Hallo, ich hätte noch 2 Schritte gehen müssen, dann hätte ich wieder 2 Geiseln befreit. Dann wäre das endlich fast zu Ende gewesen. Oh, mein Gott. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Die Folge wird auch wieder so unendlich lang. Vorherige Kauf erneut. So. Ja, in letzter Zeit kommen hier werden die Folgen auch immer länger. Und dann wird es für mich auch immer schwieriger leider, die Folgen hochzuladen. Deswegen kommen... viele Let's Plays auch nur so einmal in der Woche. Weil wie will man ein... Also, zumindest kann ich das mit meinem Internet nicht machen. Ein 20-minütiges Counter-Strike-Video hochladen. Und dann noch sagen, ja gut, okay, jeden Tag Hearthstone, also... Jetzt gerade jeden Tag Blackrock Mountain. Oder jeden. Ne, Blackrock Mountain ist ja jetzt bald vorbei. Naja, bald vorbei ist gut gesagt. Ich habe etwas gehört. Es geht ja jetzt bald in den zweiten Floor. Also ich. Das jetzt ist. Ich bin ja heute. Keine Ahnung, ich glaube heute ist der 10. oder so. 11. Ich weiß es gerade gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Nehme ich gerade auf. Gott sei es gedankt, hey, noch eine Geißel, dann habe ich es geschafft. Die holen wir jetzt schnell noch. Zum Thema Blackrock Mountain. Morgen ist der 10. Und das heißt also, am 10. kommt noch die... kommt gleich auch wahrscheinlich hoffentlich eine neue Folge raus. Aber am 10. gibt's auch... gibt's auch die... Nee, jetzt muss ich gerade schnell mal überlegen. Die Geißel sind bereit. Over here. Ja, ist gut. Wie war das? Ich muss jetzt kurz mal nachdenken. Lass mich mal hier raus, Junge! Die Geiseln sind bereit, loszugehen. Am 10. kommt der zweite, die zweite Ebene vom Blackrock Mountain raus. Jawohl, und wir haben es endlich geschafft. Jetzt kann ich schnell reden und muss mich nicht mehr konzentrieren. Am 10. kommt die zweite Blackrock Mountain Ebene rauf. Das zweite, wie heißt das nochmal? Nicht Floor, der zweite Floor. Oh, ihr wisst, was ich meine. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall der zweite Teil von Blackrock Mountain kommt raus. Es gibt ja 5. Und die Folgen werden täglich erscheinen. Die normalen bis zur Class Challenge werden täglich erscheinen. Und die anderen werden nur alle 2 Tage kommen. Die Heroic, weil die halt doch um einiges schwieriger ist. Und ich halt nicht 1000 Mal raushauen will, wie ich verliere. Ich werde schauen, dass ich... möglichst alle Folgen raushaue. Wenn es halt so ein paar Folgen gibt, die ihr nicht sehen werdet, ist das wahrscheinlich auch nicht schlimm für euch, weil ihr wollt sicherlich nicht sehen, wie ich 100 Mal verliere. Aber das werde ich dann sagen,
Wenn das so wäre, werde ich das im Video auf jeden Fall sagen, in dem Video, wo ich es geschafft habe. Ich habe hier nämlich eine Strichliste vor mir liegen, die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, wo drauf steht, wie viele Versuche ich gebraucht habe für das erste Blackrock Mountain Abteil, nenne ich es jetzt einfach mal. Habe ich zum Beispiel nur zwei Aufnahmeversuche gebraucht, also zwei Aufnahmen. Und ja, es war eigentlich ganz gut. Für den dritten bin ich jetzt schon bei der dritten Aufnahme. Für den zweiten bin ich jetzt schon bei der dritten Aufnahme. Und da werde ich jetzt bald mal hier gucken, dass ich da mir was anderes überlege. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie das weiterläuft. Und aber jetzt zurück mal zu Counter-Strike. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt diese lange Folge. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare. Und dann sieht man sich hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Counter-Strike Condition Zero. Mein Name ist Scrawl. Bis dann. Tschüss.